Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns heute die JCC 2020 16. Gruppe A. Runde von Sensory, Freunde, ja? Ich hoffe immer noch, dass ich es richtig ausspreche mit dem weichen Z. Oder ist es ein hartes Z? Sensory oder Sensory? Ich weiß es leider nicht genau, Bruder, ja? Wir geben uns aber von ihm La Casa de Papel, Freunde. Kam heute schon online tatsächlich. Wir geben uns ja gerade Haus des Geldes zusammen. Also falls ihr das sehen wollt, das Video checkt das gerne ab. Ich bin sehr gespannt, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Verbesserung, Veränderung der einzelnen Teilnehmer. Und er war ja auch oder ist immer noch einer meiner Favoriten. Er hat Hunger, er hat Feuer, er hat eine Menge Alkohol zu Hause, ja. Und all das kombiniert, er geht jetzt diese Runde hoffentlich. Wir hören zusammen rein, Freunde. Let's fucking go. Mittlerweile, ich finde das Intro gut. Julian hat es geschafft, mich zu überzeugen, das Intro ist gut. Okay, von wem ist der Beat? Sorry, Freunde, ich möchte ganz kurz wissen, wer der Beat ist. Von, niemanden, Digga. Okay, Beat ist einfach so gedroppt. Ist einfach so gespawnt, der Beat. Okay, interessant. Weil der Beat ist jetzt schon nice. Digga, das ist Zetsu mit Sensory. In die Fresse. Okay, Sensory. Meine Stadt hört auf mein Wort, sie nennen mich Pablo Escobar und muss ich hinter Gitter, kaufe ich das Gefängnis in dem Land, ich... Meine Stadt hört auf mein Wort, sie nennen mich Pablo Escobar und muss ich hinter Gitter, kauf ich das Gefängnis in dem Land, ich rette in die Fresse Rap und danach sauf ich mich ins Koma, dicker asoziale Texte, ich ficke deine Mutter! Sag, was ist mit deinem Gesicht, wenn du keinen Stress erzwingen willst, ja wieder besser nicht mein Blick, ich will nicht 100.000 Euro, ich will 10 gerade Amigos, die am Späti mit mir saufen, wir sind alle perspektivlos, unser Konto auf... Boah, Bruder, er rettet einfach durch und es ist so sauber, Bruder, als wenn gerade die Putzfrau von keine Ahnung wem geputzt hätte, Bruder, aber es ist sauberer als sauber. Besser nicht mein Blick, ich will nicht 100.000 Euro, ich will 10 gerade Amigos, die am Späti mit mir saufen, wir sind alle perspektivlos, unser Konto auf dem Minus, wir haben Hausverbot in Spielos, unser Block sieht in der Nacht aus wie die Favelas in Rio, deine Jungs verdrücken Kilos, ach jetzt rede nicht du Kalb, deine Jungs, die sind geschminkt und haben Pfefferspray dabei. Gib die Flasche vom Regus, ich bleib meiner Marke treu und trag drei Streifen an meinem Fuß. Gib die Flasche vom Regus, geht es um Snitch und Betrug, dann hab ich damit nichts zu tun. Wir sind blau so wie der Avatar, schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ich hab Kontakte. Wir sind blau. Okay, das ist das Einzige, was ich nicht so fühle, ist dieses ich hab Kontakte. Das fühle ich nicht so ganz. Aber ansonsten, er hat Feuer einfach. Er hat Feuer. Blau so wie der Avatar, schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ich hab Kontakte. Ich hätte mir hier gewünscht, dass er noch einen zweiten Part in der Hook jetzt so durchgerappt hätte, so wie den ersten im selben Flow. Ich hab Kontakte. Weil das zieht einen so ein bisschen raus. Wir sind blau so wie der Avatar, schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Und stellt euch jetzt vor, er würde weitermachen im selben Flow. Und dann nächster Part. Würde, weil das reißt so ein bisschen mich zumindest raus, wenn er dann dieses Takte, Takte, Takte macht so. Weil das Tempo ein bisschen runterzieht. Aber ey, alles cool, wenn er es nice fand, so. So wäre für mich halt nur eine Anführungsstrichen perfekte Hook gewesen. Ich hab Kontakte. Artiger, zweites, drittes Handy schon, Bruder. Ich hab Kontakte. Er weiß selber nicht wohin. Ich hab den Talisman um Hals. Du redest was von Hip-Hop, doch du weißt nicht, was das heißt. Jeder, der mich kennt, weiß, für Rap würde ich kämpfen. Und du kleiner Pisser machst nur Mucke, weil es gerade im Trend ist. Deine halbtreue Fanbase. Boah, ich mag diese tiefe Stimme, man. Er kann so eine tiefere Stimme, wie er sie hier hat. Weiß für Rap. Gut so für dieses krassere Real-Talk-mäßige machen, da fühlt man das mehr, hat es so größeren Impact. Fühlt ein bisschen langsamer. Und wenn er schneller anfängt zu werden, hat er diese. Digga, ich will nicht sagen, so eine normale Stimme, aber so eine etwas höhere Stimme, die ich auch angenehmer finde für die schnelleren Parts. Also, er weiß, wie er seine Stimme einsetzen muss. Damit strugglen viele, glaube ich. Für dich kämpfe und du kleiner Pisser machst nur Mucke, weil es gerade im Trend ist. Deine halbtreue Fanbase besteht aus arbeitslosen Kunden, die im Internet bloß reden, doch am Späti die Eier lutschen. Meine Videos alle gucken und gefesselt sind vom Rap. Ich fick das La Casa de Papel wie Anibal Cortez. Kenn die Stadt von A bis Z, alle. Bruder, ich hoffe, das war jetzt kein krasser Spoiler. Aber eigentlich nicht, Bruder. Eigentlich nicht. Ecken alle Gassen, deine Jungs kommen mit nem Andal, meine Jungs kommen mit Kanacken. Schenke ein, schenke ein, schenke ein. Wir wollen alle bis auf Fans sein. Yeah, Gib die Flasche vom Regus, ich bleib meiner Marke. Und ich muss sagen, das fühle ich auch nicht so krass. Getreu und trag drei Streifen an meinem Fuß. Weil seine Stimme da so ein bisschen, er will so halb in die gesangliche Richtung mehr gehen, aber irgendwie auch nicht. Da hat er so einen halben, nur halb abgebogen, Bruder, so. Gib die Flasche vom Regus, geht es zum Snitch. Fühle ich zumindest nicht so krass. Und Betrug, dann hab ich damit nichts zu tun. Wir sind blau so wie der Avatar, schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ich hab Kontakte.
Der Beat ist halt aber auch eine 1 plus, muss man einfach sagen. Schade, dass der Producer hier nicht irgendwie erwähnt worden ist, weil der Beat ist eine 1 plus, finde ich. Der passt sehr, sehr gut zu ihm. Vielleicht hat er den Beat selbst gebaut, ich würde es ihm zutrauen sogar. Ich würde es ihm sogar zutrauen, dass er den Beat selbst gebaut hat. Ich bin mir nicht sicher, Mann. Wir sind blau, so wie der Avatar. Schneller noch als Alaba. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ah, ich hab Kontakte. Krasser Beat. Ich hab Kontakte. Bruder, krasse Runde von ihm. Geile Runde, geile Runde. Gehört euch diesen Beat. Oh, ist von dem Typen vielleicht der Beat? Von artistconnect.rap? Oder ist das irgendeine Promo-Seite oder sowas? Das hört sich nach so einer Promo-Seite an, Mann. Connecte jetzt ein Artist bei uns. Aber nice Runde, Bruder. Der hat immer noch Feuer, der hat Lust, der hat Hunger. Digga, heavy. Nice. Nice, ein, zwei Mankos, aber es wäre ja auch dumm, wenn jede Runde von jedem Rapper irgendwie perfekt wäre für jedermann. Deswegen für mich persönlich ein, zwei kleine Mankos, aber ansonsten heftiger Beat. Er hat Feuer, er hat Lust, er ist anders, er ist verständlich, er passt gut hier rein und er hat Charakter. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde, weil das ist ein Kandidat, der einfach direkt in meinen Augen gefühlt weiter ist, ja. Nice, Freunde, was sagt ihr dazu? Zu dieser Runde, erste Runde bzw. Qualifikation, stärker, schlechter, wie hat er sich gemacht? Ich fand overall sehr, sehr nice und freue mich, wie gesagt, auf die nächste Runde. Lasst mir eure Meinung dazu gerne da. Checkt die originale Runde, pusht die nochmal nach oben. Das Voting ist, glaube ich, eh schon vorbei. Ich denke, das wird nur eine Woche gehen. Aber gönnt nochmal ein bisschen Hack und Liebe, auch auf Instagram, falls ihr das machen wollt, ja. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, war es an dieser Stelle von mir. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.